Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zum Kirmes-Simulator Virtual Riders 3. Heißt das so? Ja, Virtual Racer habe ich das letzte Mal gesagt. Danke nochmal, Ansgar. Ja, manchmal ist der Maximus ein bisschen flott. Aber ja, ich wollte eigentlich Livestream machen, aber ich denke mir, wir werden das ein bisschen anders gestalten. Wir werden dann eher ein paar kürzere Videos machen und uns ja die einzelnen Fahrgeschäfte, immer zwei an der Zahl, so wie ich das immer sehe, hier auf der Map angucken. Und zwar haben wir hier den Crazy Spin und den Danger Zone. Also das könnten wir uns auf jeden Fall angucken, wie das auch denn bei euch denn ankommt. Ja, und dann könnten wir hier das anschauen, dies, das. Und hier unten sind ja auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, ich habe ja gesagt, 10 Geschäfte sind es, aber es sind 12. Ja, danke nochmal für die Info. Wir gucken uns das einfach mal hier oben an. Wie gesagt, wenn das gut ankommt bei euch, dann gucken wir uns die anderen, wie ich auch das letzte Mal gesagt habe, ja, es ist noch eine Beta. Ja, okay. Wir werden aber jetzt nicht großartig immer die Farben hier umtauschen und. Wir gucken uns einfach den kleinen Bereich an und ja, schauen mal, wie das hier abläuft. So, okay. Dann werden wir mal schauen, was wir hier machen können. Der eine oder andere kennt sich ja mit diesen ganzen Fahrgeschäften aus, aber ja, Maximus nicht. Ich bin ein Weichei, gebe ich es mal zu. Okay, wir sind in die Position, okay. Farbe, wir werden da jetzt nicht irgendwas anpassen, ja, hier, das ist dann, wenn man wirklich lange dann rumspielt, aber wir machen ein bisschen Sound und hoffe, dass es nicht wieder gestrikt wird, weil irgendein Lied war dabei. Und jetzt lassen wir mal die Maschine an, die Sicherung muss natürlich stimmen. Und wir machen mal. Und jetzt. Ja, gut, alles klar. Es geht los, meine Freunde. Alles klar. Gut. Wo seid ihr, Lungs? Kommt ihr her, Mann? Die Mucke läuft. Ach, lass uns das einfach mal losstarten, langsam. Machen wir nicht ganz so schnell. Und wir setzen uns mal rein. Oder gucken wir uns erstmal von unten an, weil Maximus ist ja ein kleiner Angsthase. Und genießen die Musik. Jetzt von der anderen Seite. Jetzt von hinten. Und wie gesagt, das soll man dann auch irgendwann mit VR spielen können. Was ist denn das jetzt für eine Kamera? Mir wird ja jetzt schon schlecht. Okay, wir machen mal jetzt die Kamera, als wenn ich hier drinnen sitzen würde. Ich fahre ja rückwärts. Nee, fahre ich vorwärts. Ich kann mir jetzt auf jeden Fall, wenn man das in VR spielt, gibt es auch einen Knopf, wo man dann sagen kann, ey, ich möchte diesen ganzen Schladderradatsch nicht sehen. Also ich meine jetzt hier diese Einblendung. So, wir machen mal ein bisschen Schubrakete, machen eine andere Sicht. Oh, da sollen die anderen jetzt noch zufrieden sein. Wuhu, Alter! Yay! Und die Großmutter, die freut sich auf jeden Fall. Keiner sitzt drin, aber es macht nichts. Wie lange sollten das eigentlich überhaupt laufen lassen? Wir laufen es schon 2 Minuten. Das würde sagen, reicht jetzt langsam. Ah, guck mal hier, kann ich alles noch ein bisschen hier rumsteuern. Logo, yeah, da. So, und gleich werden wir die Sicherheitsbügel lösen. Macht denn der jetzt? Ich glaube, jetzt Sicherheitsbügel noch nicht lösen, ne? Oh Mann, oh Mann. So, wir machen jetzt mal Parkposition und lösen die Dinger. Ich darf die noch gar nicht lösen. Egal, wir hauen einfach ab. Nein. Mann, die Musik, die donnert aber ganz schön hier rein. So. Ja, wir werden immer so 5 Minuten an einer Station hier rumlegen. Man merkt aber, da hinten läuft die Musik. Und das ist nicht so schlimm, wenn wir da abhauen. Okay, was gibt's hier eigentlich? Das wäre cool, wenn man hier so eine Sachen hier noch essen könnte. Oder wartet mal. Und dann selber auch das Papier hier reinbringt. Das wäre eine coole Sache, ja? Wenn man dann sagt, okay, man hat hier was gegessen, hat ein bisschen Müll und kriegt dann Achievements oder so, wenn man halt Papier weggebracht hat. Ja, dann bist du halt ein sauberer Kunde. Und hier, sowas hier. Weil, wenn man nur mit den Fahrgeschäften, ich denke mal, so schwer sollte das nicht sein, wenn man hier hingeht und dann hier so einen Balken und dann muss man in einem richtigen Moment hier draufhauen und dann kann man sich mit der Steam-Community messen, wer am besten hier quasi den Hammer geschwungen hat. So, wir werden mal hier reingehen. Ne, warte mal, wir werden mal da drüben die Musik ausmachen. Das irritiert ja. So, Fahrgeschäft. Musik. Aus. Genau. Ja. Gut. So, Modi, du kannst es jetzt alleine machen. Du kriegst es hin, ich hab's dir gezeigt. Wir haben uns nicht mal. Okay, jetzt gehen wir zur Danger Zone. Ist das Danger Zone? Ist das Ding hier? Ey, Jungs, ey. Cool. Oh, man kann sogar richtig raufgehen. Ja, Danger. Okay. Wir werden, gehen wir hier zu der Großmutter. Guck mal hier, wie sie alle schon warten hier. Okay. Betreten wir das Geschäft. Gucken wir uns das mal genau an. Man muss wirklich dafür geboren sein, wenn man hier überall so rumfährt, ne? Hier, MAN-LKW, so muss es sein. Und ja, ihr könnt jedes Geschäft einzeln noch anpassen und hier Licht und bla bla bla. Ja. Aber das sind dann wirklich für die Leute, die da echt ganz schön krass drauf sind. So, die Bügel, ach, die haben wir ja schon, die sind ja schon unten. Da sitzen ja schon ein paar Leute drin. Da werden wir mal die Bügel jetzt mal anmachen. Zack, zack, werden es langsam losdrehen, werden jetzt unsere Standardmusik reinmachen. Und werden nochmal... Okay, hab's hinter euch gehalten. Bitte Vorsicht an der Bahn, wir landen eine neue Reise. Was, kann ich da auch andersrum drehen? So, und jetzt setzen wir uns auch hier wieder rein. Die einzelnen Tasten. Wir gucken uns erstmal aus der rechten Position an und überlegen uns immer noch, ob wir mitfahren aus dieser Position. Yes, machen wir ein Foto hier. Wenn man ein Foto macht, F12, passiert erstmal ein anderer Zaun. Okay, sind wir mutig? Ja. Oh. Wo ist denn hier vorne? Ah, da. Hier, Hans, der freut sich auf jeden Fall. Guck an, der freut sich. Ey, ich würde kotzen. Ja, und dann winkt er noch. Oh. Die einzelnen Positionen hier unten aus dem Kartenhäuschen. Kann ich hier auch ein paar Sachen drücken, wenn ich erst aus der Position sitze? Oder muss ich die Position haben? Hier sehe ich nochmal, ob das Getriebe richtig läuft. Und das in VR? Nee. Ja, ganz ehrlich. Ja, ja, du freust dich, Bengel. Okay, wir werden das jetzt langsam mal beenden, die ganze Sache. Werden natürlich noch... Es ist Ende, meine Freunde! So sieht's aus, meine Freunde. So, jetzt wollen wir mal schauen. Parken. Ich hab geparkt. Jetzt senkt er sich wahrscheinlich. So. Macht er jetzt die Bügel auf? So. Mach mal Ding auf hier. Bügel. Mach das Ding auf. Ja, hier wäre auf jeden Fall noch lustig, wenn man noch wüsste, welchen Knopf man hier drücken muss. Hier sehe ich, das sieht aus wie eine Bremse. Das ist Parken wahrscheinlich. Und das ist Öffnen, ne? Naja, das wäre... Ja, siehst du, ich hab's hingekriegt. Ja, hm. Muss ich erst parken, dann die... Wenn Parken vorbei ist, bremsen und dann open. Okay. Ach nee, warte mal, ich muss ja die Musik ausmachen hier. So. Uiuiui. Wir hätten jetzt auch die Zeit ein bisschen hier vor und zurück und regnerisch. Aber wenn Regen ist, dann hauen ja die Leute ab. Wir können ja auch ein bisschen Blitz und Donner machen. Dann kriegen sie ja ordentlich ihn geschossen hier. So, alles klar. Bei schlechtem Wetter werden wir jetzt aufhören. Lasst euch das Eis schmecken. Ne? Ihr wisst ja, ne? Buchen soll man suchen, Eichen soll man weichen, ne? Wenn's blitzt. Nee, ist natürlich Quatsch. Naja. Und ja, mal gucken, was hier noch abgeht. Und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Wir werden uns, wie gesagt, wenn es gut ankommt, den nächsten Bereich dann mal anschauen. Hier Shopper, ne? Oder sowas. Gucken wir mal. Ja, geht ja noch. Also in 14 Tagen kommt es ja und ich schaue mir das mal an, wie das ankommt und dann setze ich mich nochmal hin und mache die anderen Videos. Wie gesagt, mit den Worten macht der Kirmes-Experte, TÜV-Beauftragte einen Fisch. Hat alles funktioniert. Ist keiner ums Leben gekommen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.